In unserer Manufaktur produzieren wir leckere Nusskugeln. Das ist ein natürlicher Snack in Kugelform auf Basis von Nüssen, Kernen und Samen. Ein Snack, der aus sehr hochwertigen Zutaten besteht und im Vergleich zu allen anderen viel weniger süß ist. Also auf den Namen Gipfelpuls sind wir gekommen, weil wir mit dem Produkt ein Gefühl vermitteln wollten. Wir gehen beide total gerne in die Berge und wir lieben einfach dieses Gefühl, wenn man den Gipfel hochkommt, und wir verbinden das mit so einem schönen Gipfelpuls, sage ich mal. Also das erste Kompliment ist natürlich immer was ganz Besonderes. Das war tatsächlich der Prototyp. Als Andreas mit dem ersten Prototyp zu mir kam, das war total cool. Er hat dann sich zuerst so ein bisschen geniert, mir das zu zeigen, und dann hatte er das in so einer Serviette eingepackt und dann hat es ausgepackt und dann war da diese erste Nusskugel. Und ich war ganz nervös und dann hat sie es probiert. Ja, ich war direkt total begeistert und hab's probiert und habe gesagt, okay, da muss man weitermachen. Wir wünschen uns, dass wir in der Dachregion in vielen Supermärkten oder in vielen Stores verfügbar sind und so den Leuten Freude am Snacken bereiten können. Nicht nur mit Nusskugeln, sondern auch mit anderen Produkten unter der Dachmarke Gipfelpuls. Herzlich willkommen jetzt auch an unsere Zuschauer hier in dieser Session. Wir begrüßen Sie sehr herzlich und wir begrüßen vor allen Dingen auch Andreas Meyer, höchst selbst, den wir gerade in dem kurzen Videoclip gesehen haben. Andreas, es ist toll, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst. Wir wollen mal ein bisschen Einblicke geben in euer Businessmodell, in eure Start-up-Erfahrungen und gucken, was da für interessante Impulse auch für unsere Zuschauer und Zuhörer rankommen. Ich selber bin Sören Bettex, als Geschäftsführer von Krüger und Salica. Neben mir sitzt mein Cousin Tammo Bettex, und über euch haben wir gerade einen kleinen Imagefilm gesehen und würden jetzt einfach darüber mal einsteigen und was von euch noch ein bisschen mehr erfahren vielleicht. Ja, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich und dann bin ich gespannt jetzt, wie das Gespräch so funktioniert. Genau, sehr schön. Andreas, die erste Frage, die sich natürlich aufdrängt, ein weiteres Produkt auf dem Markt. Magst du uns erzählen, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, ein solches Produkt auf den Markt zu bringen, und warum eigentlich eine Kugel? Ja, also es ist eigentlich immer, wie es oft so bei den Startups ist, man hat irgendwo einen Eigenbedarf entdeckt, so war es bei mir auch. Ich war selber auf einem Forschungsprojekt in Amerika unterwegs, in einem ganz anderen Bereich, im Bereich Maschinenbau, und habe da aber das Wochenende genutzt, um natürlich möglichst viel rauszugehen. Und da sucht man natürlich nach irgendwelchen Snacks, die man sich in die Rucksäcke packen kann. Und was mich da immer so gestört hat und alle anderen irgendwie auch, man hat eine Riesenauswahl am Markt, aber die meisten sind sehr pappig, sehr süß. Bei heißen Temperaturen waren die Riegel oft zerschmolzen. Und irgendwie war da ein Bedarf bei allen da, die da einfach gesagt haben, naja, wäre doch schön, wenn da irgendwie was Natürlicheres wäre, was nicht so süß ist und was ein bisschen besser zu portionieren wäre. Und was dann einfach die Energie gibt, die man dann nochmal braucht. Und mit der Idee war ich jetzt noch nicht dann direkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich da draußen ein Business entwerfen, sondern bin wieder zurück. Und im Verlauf vom Studium kam eins zum anderen. Wir haben dann mal so einen ersten Prototypen gemacht. Und irgendwie ist das dann im Markt getestet worden, ganz gut angekommen, und nach dem Studium war dann die Entscheidung, okay, sollen wir jetzt daraus ein Business aufbauen oder nicht? Und für mich war immer irgendwie klar, dass wenn ich es nicht probieren würde, würde es mich nachher viel eher stören in 20 Jahren, wenn ich zurückschaue, als wenn ich es probiert habe und es sollte nicht funktionieren. Und so ist das Ganze gekommen, dass wir da ein Unternehmen draus gegründet haben. Und zwar mit diesen Nusskugeln. Also wirklich ein Snack auf Basis von Nüssen, Kernen und Samen, der im Vergleich zu den Produkten auf Dattelbasis weniger süß ist, nicht so pappig, schön zu portionieren. Und ja, läuft soweit ganz gut und wir sind sehr zufrieden mit dem Start. Sehr schön. Das heißt, sozusagen die Produktentwicklung oder die Inhaltsstoffe sind eigentlich getrieben durch dein sportliches Hobby. Das heißt also, das ist am Ende unter diesen Aspekten auch die Produktzusammensetzung. Hat die unter diesen Aspekten stattgefunden, also wirklich auch einen Sportsnack zu haben? Das war eigentlich gar nicht so die erste Intention, sondern wir haben einfach geschaut, was für Zutaten müsste denn so ein Riegel oder eine Kugel enthalten, um kompakt zu sein, möglichst kompakt und Nährstoffe und Energie gleichzeitig zu geben. Weil das ist das, was man draußen will. Man will irgendwas
zu sich nehmen, was schnell gesund satt macht. Dass man sagt, okay, jetzt habe ich halt nicht nach dem Riegel direkt wieder Hunger, weil da nur Füllstoffe enthalten sind und mehr Luft verpackt ist als sonst was. Und so kommt man an Nüsse, Kerne und Samen einfach nicht vorbei. Und es gibt kaum Riegel, die wirklich auf Basis von Nüssen, Kernen und Samen sind. Und wenn, dann sind die mit so viel durch den Produktionsprozess, durch so viel Bindemittel zusammengehalten, dass das einfach nicht das war, was wir uns selber vorgestellt haben. Das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu dem nächsten Punkt. Du hattest oder ihr habt in eurem Video ja auch so nett beschrieben, wie du den ersten Prototypen deiner jetzigen Geschäftspartnerin präsentiert hast. Der war, wie war das? Der war noch handgerollt und in eine Serviette eingepackt oder wie war das? Und was waren die Herausforderungen, um dann auch zu überlegen, ja, wenn ich ein Business draus machen will, dann muss aber auch ein bisschen mehr Kapazität wahrscheinlich rauskommen. Was gibt es da für Schwierigkeiten in der Automatisierung? Also klar, am Anfang fängt man halt an und macht das per Hand. Man würfelt sich die, man sucht sich die Zutaten und man hat ja dann keine Maschine oder sonst was, sondern probiert mit einem Messer das zu hacken, irgendwie zusammenzumischen und dann mal zu probieren, ob das überhaupt schmeckt, was man da gemacht hat. Und da war der erste Prototyp, weil man auch keine Verpackung hat, war eine Serviette, die lag da rum. Also hat man die Serviette geholt und hat es da eingewickelt. So hat das Ganze dann wirklich angefangen und dann haben wir erstmal probiert, das im Markt zu testen. Also wirklich mal einen kleinen Test zu machen und zu schauen, sind die Leute überhaupt bereit dafür, auch Geld auszugeben? Sind die bereit dafür? Ist da überhaupt ein Markt da für ein solches Produkt? Und das war alles noch per Hand. Und da hat man ziemlich schnell gemerkt, als man dann im Abend auch, wo wir, ich glaube, da waren wir zu viert mit 3 Stunden, haben wir eine Session bei uns zu Hause gemacht. Das war noch im Umzug schon. Die Wohnung war leer und wir standen da zu viert und haben Kugeln gerollt für ein kleines Event, um, ich glaube, 900 bis 1000 Kugeln mal zu machen. Und da hat man schon gemerkt, okay, also wenn man irgendwie da draußen Business aufbauen will, dann muss man das skalieren können. Und das geht nicht per Hand. Und das war dann die größte Herausforderung in dem Moment, war dann wirklich, dass man sagt, okay, wie kriege ich das automatisiert? Und es war halt nur klar, wir brauchen zumindest für den Schritt eine Maschine, die Kapazität für große Mengen quasi gewährleisten kann. Und so haben wir uns dann kennengelernt, was auch schön ist. Das ist toll, weil du gerade sagst, ihr habt mit dem Messer dann da noch die Nüsse gehackt am Anfang. Das heißt, was habt ihr sonst so für Maschinen, nur damit unsere Zuhörer sich auch vorstellen können, was ist das für eine Größenordnung oder wenn ich selber starten will, was brauche ich dann eigentlich für sowas? Also neben der Hauptmaschine, die, sage ich mal, das am meisten automatisierte, ja, eigentlich das meist automatisierte Maschine bei uns jetzt ist, die unser meisten Arbeit abnimmt durch den Kugelformprozess, haben wir dann noch so Bäckereimaschinen, die dann zum Beispiel die Nüsse für einen zerhacken. Wir mischen das jetzt auch nicht mehr per Hand, das alles zusammen, sondern da haben wir so einen Rührkessel, den es auch in Bäckereien gibt, dann haben wir noch nachher, um das zu verpacken. Wir sind schon eine Manufaktur, wir machen sehr, sehr viele Schritte per Hand. Das Abwiegen, dann auch das Zerkleinern füllen wir halt per Hand in diese Maschine. Das sind alles so Halbautomaten. Und wenn die Kugeln nachher fertig sind und verpackt werden müssen, dann legen wir das auch per Hand auf. Aber wir haben natürlich eine Maschine, die das uns dann in diese Folien, in diese Schlauchbeutel packt oder beziehungsweise die Folien hinten und vorne abschneidet. Das wäre per Hand dann nicht so in der Präzision möglich, die man da braucht. Ja. Und in der Menge wahrscheinlich dann auch nicht mehr. Wenn du so zurückguckst, seit eurer Gründung, seit deiner Entscheidung, das mache ich zu meinem Business, was waren eure größten Lessons learned? Was waren die größten Herausforderungen, die es dabei zu bewältigen gab? Also die größten Lessons learned gibt es eigentlich so gar nicht. Es sind sehr viele Lessons, wo man sehr viel, die Lernkurve ist unheimlich steil, wenn man da gründet. Und es sind so viele Kleinigkeiten, die man jetzt auch, wenn man nochmal neu anfangen würde, anders machen würde von Anfang an, um einfach schneller in dem Prozess zu sein. Also da gibt es wirklich Unmengen. Und die größten Herausforderungen ist neben der, bei uns, wir haben dann uns halt dazu entschieden, eine eigene Produktion aufzubauen, neben dieser Planung und die richtigen Maschinen finden, bis wir dann erstmal den Kontakt zueinander gefunden haben und gemerkt haben, ihr könnt das Produkt auch, ihr habt die Tools dazu, damit wir unsere Produkte so machen können, wie wir uns das vorstellen, war es dann wirklich
in den breiten Markt zu kommen. Und das ist auch immer noch eine Herausforderung, wo wir immer noch dabei sind, ohne Kontakte jetzt im Lebensmitteleinzelhandel oder sonst wo in diese Ketten reinzukommen und sich da dann zu halten, ohne eine Vertriebsmannschaft im Rücken zu haben, die alle 2 Wochen in die Läden fährt und nochmal schaut, was machen die Produkte, stehen die noch an Ort und Stelle, muss nachbestellt werden. Also das ist wirklich so, diese Vertrieb mal anzukommen im breiten Markt, ist die größte Herausforderung erstmal. Ja, du hast eben, wenn ich da kurz einhaken darf, du hast eben in so einem kleinen Nebensatz gesagt, die Entscheidung, eine eigene Produktion zu haben. Magst du da einen Satz zu sagen, warum hast du dich für eine eigene Produktion entschieden und nicht das Produkt bei einem Co-Packer in Lizenz machen zu lassen? Ich hätte es gerne in Lizenz gemacht am Anfang. Das war der erste Gedanke. Eine eigene Produktion hat viele Vorteile. Es hat aber gerade als Startup auch Nachteile, weil man ja die ganzen Maschinen sich erstmal zulegen muss. Man braucht die Produktionsstätte, was ein Riesenthema ist. Die muss man dann erstmal finden, die auch die ganzen Richtlinien erfüllt, die man braucht, um ein Lebensmittel produzieren zu dürfen. Von daher hätte ich lieber beim Lohnfertiger am Anfang angefangen zumindest, aber es konnte mir kein Lohnfertiger, mit dem ich geredet habe, es wäre dann für uns am liebsten gewesen, einer in Deutschland, das so herstellen, wie wir uns das vorgestellt haben. Also es war wirklich, da hatten wir die Zutaten hingeschickt und zurück kam ein Produkt, wo wir gesagt haben, das hat überhaupt nichts mehr mit der Ursprungsidee zu tun. Und davon gibt es auch schon Produkte am Markt und da brauchen wir jetzt nicht das x-te Produkt zu sein, was genauso dasselbe abbildet. Und da bin ich dann auf die Suche gegangen und habe geschaut, ob es nicht eine Maschine gibt, die uns das Produkt so fertigen kann, wie wir uns das vorstellen. Ich will dabei ganz kurz einmal verweisen, nur weil das jetzt mehrfach gefallen ist. Die Maschine, wenn wir jetzt über die Biofach reden, wird auch nochmal vorgestellt in einer Extra-Session, die auf die GFT-Technologie, so nennen wir die, wo eben Cerealien mit tatsächlich sehr wenig Bindeanteil geformt werden können. Aber das nur am Rande. Andreas, ich finde ganz spannend, jetzt hat hier mein Cousin schon viele Sachen im Vorfeld ausgepackt. Ich wollte aber die Packung nochmal zeigen, weil dafür, dass du sagst, es ist schwierig, wirklich in den Markt zu kommen und dann mit eigenen Produkten da reinzukommen, dafür habt ihr ja schon echt enorm viele Rezepte. Ich sage nur hier nochmal Apfel-Zimt, Klassik, das ist vielleicht das Ursprungsrezept, der ursprüngliche Prototyp, weiß ich nicht. Limette. Was haben wir hier? Limette, bin ich ganz gespannt drauf, wie das schmeckt, werde ich nachher aufessen, wenn wir hier durch sind. Genau. Woher kommt das, diese Rezeptideen, die denkt ihr euch selber aus oder im Freundeskreis oder beschäftigt ihr dafür Lebensmitteltechnologen oder wie geht ihr da vor mit sowas? Nein, die sind alle von uns selber entwickelt und entwickelt worden und von uns ausprobiert worden und so. Es entsteht dann die ein oder andere Rezeptur, die dann wieder verfeinert wird. Wir haben mit 3 Geschmacksrichtungen angefangen, wo wir gesagt haben, das ist einfach, mit einer ist zu wenig für den Markt zu gehen, 10 sind zu viel, also war 3 irgendwie eine gute Range. Und da in diesen 3 wollten wir halt möglichst viele Geschmacksrichtungen abdecken, dass man einen breiten Markt hat, wo jeder irgendwo was findet, was ihm gefällt. Und selbst die Rezepte, glaube ich, haben sich alle über die Zeit, das hört auch nie auf, die ändern sich immer noch mal marginal, man ist immer noch am Verfeinern, weil es dann auch zum Teil ein Unterschied ist, ob man bei uns, ob man im Winter oder Sommer produziert oder ob man jetzt mal von den Rohstofflieferanten wechselt und eine andere Grundzutat nimmt, dann wird immer noch mal die Rezeptur verfeinert. Und da haben wir jetzt unsere Produktionsleitung, die ist da ziemlich gewieft und hat sehr gute Ideen. Und die macht jetzt die ganze Zeit, also die hat, glaube ich, ein Schatz an Ideen, der niemals aufhört. Also das wirklich unendlich viele Ideen. Und da kreieren wir dann immer laufend neue Sorten, nehmen aber auch alte dann aus dem Sortiment nochmal raus, die von der Saison dann her nicht so gut passen. Und das ist viel Probieren. Ich glaube, es braucht so ein halbes Jahr, bis dann vom ersten Step, Handtest, dann Maschinentest, bis man dann wirklich dann auch mal so einen Haltbarkeitstest hat, bis man dann die Verpackungen bestellt. Ja, brauchen wir ein halbes Jahr ungefähr, aber das machen wir dann schon alles selber. Total spannend. Sag mal, wenn du jetzt an die Zukunft denkst und darüber überlegst, was wäre jetzt der nächste große Schritt, auf den ihr abzielt, entweder im Ausbau, Maschinenpark, weiß ich nicht, Produktionsflächen oder neue Vertriebskanäle, in welche Richtung denkt ihr da als großen Meilenstein? Zuerst in Vertrieb,
Dann haben wir ein Nadelöhr in der Produktion, wo wir da dann aufrüsten müssen. Aber erst wenn wir die breite Fläche im Vertrieb quasi hinbekommen, können wir uns dann auch das mehr automatisieren in der Produktion. Da macht es halt einfach Sinn, weil für eine Automatisierung man einfach die Masse halt auch braucht, damit es sich rechnet, aber auch, dass die Produktionsprozesse dann ordentlich funktionieren. Und der größte Step, den wir jetzt vor uns haben, ist, wir haben eine neue Bio-Linie rausgebracht. Das heißt, unsere Produktion ist biozertifiziert, unsere Produkte sind biozertifiziert. Und da wollen wir jetzt 2021 in die Märkte kommen. Da sind wir noch ganz am Anfang. Also die gibt es noch nicht auf dem Markt. Die kommen jetzt ganz neu erst raus. Und das ist jetzt unser größtes Ziel, dass wir da den Vertrieb quasi aufbauen in der Branche. Das ist ja fast, wo wir hier auf der Biofach sind, ist das ja eigentlich fast das perfekte Publikum dafür. Gibt es da, Andreas, irgendeine Message, die du hier vielleicht den Zuschauern oder den Besuchern der Biofach in die Richtung noch nahelegen möchtest? Ja, also eigentlich jeden, der Interesse daran hat, unsere Nusskugel mal zu probieren, entweder im Bioladen nerven und die sollen Gipfelpuls, wieder Gipfel und wieder Puls. Einfach mal bestellen und ausprobieren. Das hilft wirklich immer viel, wenn die Kunden das nachfragen. Und für die Händler genauso. Wenn jetzt ein Händler zuhört, einfach auf unserer Internetseite ein Kontaktformular oder per E-Mail anfragen und unser kleinem Startup da eine Chance geben im Markt. Und gerade jetzt zu der Corona-Zeit, wo man mehr wieder in Regionalität denkt, ist so ein deutsches Startup dann zu unterstützen wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Und die Produkte sind lecker. Also. Das werde ich gleich auch nochmal bestätigen können. Andreas, wir danken dir sehr für die Zeit. Jetzt nochmal der Hinweis an unser Auditorium. Wir haben diese Session bis hier jetzt vorher aufgezeichnet. Wir schalten jetzt gleich nochmal rüber in den Live-Bereich, wo es auch die Möglichkeiten gibt, hier aufgenommene Impulse, die hier vielleicht rübergekommen sind, nochmal mit Fragen zu vertiefen. Du hattest im Vorfeld auch gesagt, ihr steht gerne auch mit anderen Startups sowieso schon im Austausch und man tauscht sich aus, gibt sich Hinweise, tauscht Lessons Learned aus, guckt sich sicherlich auch was voneinander ab, aber eigentlich ist das eher eine bereichernde Szene auf Gegenseitigkeit, so mein Verständnis. Also vielen Dank für deine Zeit. Wir schalten jetzt rüber in den Live-Part und sind gespannt, was da noch für Dinge kommen. Auch vielen Dank an euch beide und dann noch viel Spaß auf der Messe. Danke. Bis gleich. Bis gleich.